Need for Speed. Eine Serie mit inzwischen 17 Spielen. Ein 18. ist gerade noch in Arbeit. Doch wie hat die Serie angefangen? Das will ich euch heute erzählen. Das allererste Spiel der Need for Speed Reihe kam 1994 von Electronic Arts heraus und hieß The Need for Speed. Man sieht, dass es also früher anders hieß, auch wenn es sich nur um ein The handelt, das sie später herausgenommen haben. Es wurde zuerst für den 3DO veröffentlicht. Erst Ende August 95 wurde der Titel für den DOS portiert. Noch ein Jahr später, also 96, wurde der Titel dann auch für den PS1 und Sega Saturn portiert. Im Spiel stehen euch 9 Fahrzeuge, also inklusive dem Superauto, was man nur mit einem Cheat freispielen kann, und 7 Strecken zur Verfügung. In der Special Edition hat man 9 Strecken zur Auswahl. In The Need for Speed gibt es verschiedene Rennmodi. Da wären die Einzelrennen. Das sind ganz normale Rennen gegen die Computergegner. Dann gibt es noch die Zeitrennen. Wie der Name schon sagt, das sind Rennen gegen die Zeit. Dann gibt es noch den Kopf-an-Kopf-Modus, bei dem man gegen einen einzelnen Computergegner fährt. Und zu guter Letzt gibt es noch den Wettkampfmodus. Wer im Wettkampfmodus alle Rennen gewinnt, erhält eine geheime Bonusstrecke. Lost Vegas. Die wohl in Las Vegas bei Nacht spielen soll. Durch die hohen Sprünge in Lost Vegas kann man hohe Geschwindigkeiten erreichen. Das Spiel hat 3 Rennperspektiven. Eine von innen, was sehr gut gelungen ist. Eine von außen, also von hinten. Und eine von noch weiter hinten. Und außerdem hat dieses Need for Speed tatsächlich die Polizei. Auch wenn man sie leicht abschütteln kann, gibt es sie. Und wer es nicht schafft, sie abzuschütteln und die Polizei überholt euch, der bekommt einen Strafzettel. Als ich die Cops zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, what the fuck? Bei fast allen Spielen, die heute rauskommen, ist ein Multiplayer Standard. Genauso ist es bei der Need for Speed Serie. Denn der Need for Speed unterstützt auch Multiplayer. Benutzt wird dabei ein Nullmodem. Aber was zur Hölle ist ein Nullmodem? Ein Nullmodem ist ein Kabel, das 2 PCs miteinander verbindet, doch ohne Modem. Deswegen heißt es ja Nullmodem, Null im Sinne von kein. Eine weitere Besonderheit ist der umfangreiche Replay-Modus, wie zum Beispiel der Rückwärtslauf und die Zeitlupe. Spätere Need for Speed-Teile besitzen eine nicht so detaillierte oder überhaupt keine Replay-Funktion. 1996 erschien der Need for Speed Special Edition, nur für DOS und Windows 95. Dieser erhält, wie gesagt, 2 neue Strecken sowie die Möglichkeit, das Spiel im Netzwerk mit bis zu 8 Spielern zu spielen. The Need for Speed entstand in Zusammenarbeit einer US-amerikanischen Autozeitschrift. Diese hieß Road & Track. Road & Track lieferte die genauen technischen Details und viele Bilder und Videos zu den Autos. Das Spiel hatte zu seiner Zeit eine der realistischsten Fahrphysiken überhaupt. Die Grafik ist einfach geil. Es war bis dahin eine unerreicht realistische Grafik. Die Motorengeräusche wurden von Originalautos aufgenommen und sorgten für einen sehr realistischen und bei jedem Fahrzeug individuellen Sound. Leider gibt es noch bei manchen Autos Probleme mit dem Sound. Hört her. Ein wenig Musik in den Fahrten hätte auch nicht geschadet, aber egal. Trotzdem macht das Spiel einfach nur Fun. Scheint so, als hätte der Need for Speed alles richtig gemacht und somit hat die Serie einen fast perfekten Start bekommen. Doch natürlich gibt es mehr Need for Speed Spiele, die wir aber nicht jetzt in diesem Video besprechen. Also bis dahin, euer Demisai.